Seien Sie hier Gast. Der SC Wedding lädt zum Weihnachtsmärchen ein und erzählt die Schöne und das Biest auf eine ganz neue und einzigartige Weise. Auch schon ein paar Jahre dabei, aber so groß hatten wir es echt noch nie. Es kommen auch viele Freunde und Familie, deswegen ist es echt was ganz Besonderes und wir freuen uns sehr. Der SC Wedding lässt das Publikum eintauchen in die Welt von Belle und dem Biest. Immer gespickt mit fantastischen Kostümen und atemberaubenden Choreografien. Erstmals sind hierfür ganz allein die jungen Schwimmerinnen verantwortlich, die auch Kulissen entwickelt und Text konzipiert haben. Kein Wunder, dass der ein oder andere doch noch etwas aufgeregt ist. Ich freue mich darauf, dass ich auch eine Sprechrolle habe und hier ein bisschen schauspielern darf. Viel Arbeit und Herzblut steckt der Verein in seine Aufführungen. Die Schöne und das Biest vereint dieses Mal Musik verschiedenster Genres und macht einfach Spaß beim Zusehen. Und alle sind dabei, Synchronschwimmerinnen und Synchronschwimmer von 5 bis 30 und auch die Wasserballer treten als Dorfleute auf. Also in den Proben sah es halt noch ganz anders aus, da war die Deko noch nicht hier und ja, es hat viel Spaß gemacht. Manchmal war es etwas anstrengend, aber war auf jeden Fall spaßig. Das Highlight, der Klassiker Tale as Old as Time, wenn Michelle Zimmer und Fridtjof Seidel als Belle und das Biest das Publikum in den Bann ziehen. Hat jetzt in der Vorbereitung gemerkt, so eine große Herausforderung, die man sich stellt, die verbindet auch und man wächst zusammen und das ist gut für die Familie, sage ich mal, die wir irgendwie doch füreinander sind. Zu Recht der Applaus in der Schwimmhalle Schöneberg, der nach dem letzten Lied kein Ende mehr nehmen will. Zu Recht sind beide Vorstellungen am zweiten Adventswochenende ausverkauft. Happy End für Belle, das Biest und auch dem diesjährigen Weihnachtsmärchen vom SC Wedding.